Und herzlich willkommen bei Harz Medicine Hospital Heat. Ja, die letzten Folgen waren ja eher traurig, aber mit einem Anlass zur Hoffnung. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht auf der Intensivstation. So, das erste Kapitel, was wir heute haben. Unruhige Zeiten. Beruhige die Ärzte und das Personal, die auf die Intensivstation kommen. Okay, ich hoffe, die setzen sich irgendwo hin, dass ich weiß, wer die sind. Er hat tatsächlich die Stühle aus dem Wartezimmer entfernt. Wir sprechen hier über Schwangere. Wenn du denkst, dass das schlimm ist. Gestern hat Victor wie ein fleischgewordener Bösewicht aus einem Märchen die Hälfte aller Spielzeuge von der Kinderstation entfernt. Und er hat zudem all unsere Laken gegen dünnere ausgetauscht. Sein Argument war, wenn die Patienten es nicht so gemütlich haben, dann gehen sie auch wieder schneller. Er hat auch auf die billigen Reinigungsmittel umgestellt. Riech mal, ich riech wie eine Zitrone. Und ich hasse Zitronen. Wenn das so weitergeht, dann wird bald nichts mehr von diesem Krankenhaus übrig sein. Irgendjemand muss etwas unternehmen. Es tut mir leid. Ich befürchte, dass all das mit Victors Groll mir gegenüber zu tun hat. Ich werde heute Abend mit ihm reden und versuchen, ihn davon zu überzeugen, etwas weniger aggressiv vorzugehen. So, willkommen im Laden. Wir haben bekanntlich nicht wirklich viel Geld. Genau, den könnten wir nochmal machen, weil, ich gucke gerade, ist auch nichts Neues dazugekommen, weil den hatten wir ja gemacht, aber er hat uns den ja geklaut, dieser bekloppte Victor. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Schon wieder ein neuer Artikel, oh nein. Das Gerät, ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt anders aus. Einmal, zweimal, dann einmal das, einmal das, einmal dahin, den Rest müssen wir später machen, tut mir leid. Ja, wie gesagt, ich hasse diese Dinge. Ich mag das nicht. Hol es, komm damit nach hier, du gehst zum Kaffeeautomaten. So, nochmal. Du auf den Stuhl. Du auf den Stuhl. Dahin. Ach, das waren diese dämlichen. Okay, einmal das. Du bist da drauf. Dahin. Hallo, du sollst da oben hingehen. Oh, kümmere dich um den Kollegen, Mann. Los. So, dich setzen wir dahin. Dich setzen wir dahin. Du gehst schnell dahin. Wasser. Zack, zack. Oh, aber muss man denn immer genau in dem Moment tippen? Dahin. Doch. Wieso hat die das Wasser jetzt nicht mitgenommen? Ist das jetzt ihr Ernst? Hallo. Sonst geht das aber noch. So, dahin. Ach, das ist wieder diese Heckkacke. Da auch wieder. Ja, achso, ich muss so hoch. Scheiße. Dann das. Da schnell hin. Die war nämlich eben schon dran. Ja, da. Du gehst nach da. Schnell mal eben abkassieren. Wo ist das Ding überhaupt? Scheiße. Geh da hin. Ich weiß gerade nicht, wo das Ding... Ach, hier, jetzt sehe ich es. Schnell nach oben. Zack. Oh, einmal, zweimal. Zum nächsten. Die darf nicht abhauen. So, komm schnell. Das Gerät nach hier. Du nach da oben. Ich habe gesagt, das Gerät nach hier. Was ist da jetzt so schwer dran? Mann. Achso, ich muss noch ziehen. Scheiße. Ah, einmal, zweimal. Du nach da unten. Dahin, dahin. Dahin. Oh, ich sehe nichts mehr. Die dahin. Zack. Dann das Gerät mal eben nach da. Schnell dran machen. So, zack. Zack. Und dann mit ihm sprechen. Mit ihm sprechen. Ja, was hatte die eine jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Achso, ich muss die Dinger da holen. Genau. Das.
Schnell abgeben. Schnell machen. Du nach da oben. Du brauchst ein Glas Wasser. Die alten Frauen kommen immer zuerst, oder wie war das? So, du tippen. Du. Geh da jetzt hin. Nein, du sollst da hin. Oh mein Gott, ey. Die erste Folge, die ich heute wieder aufnehme und nur Chaos hier. Okay, okay. Einmal da rein. Dann das Gerät mit nach hier nehmen, bitte. Jetzt muss ich wieder verschieben. So, der steht neben dir. Das nehmen. Das. Du stehst jetzt auch noch neben ihr. Sauerei. Taschentücher. Da. Da. Du gehst nach oben. Zack. Ah, schnell alle abkassieren. Du gehst noch da. Dahin. Du gehst noch da. Dahin. Dann dahin. Oh, dann eben ein Glas Wasser holen. Zack. Kurz dahin. Dahin. Das hier hinschieben. Oh, leck mich doch echt. So, dahin. Dahin. Ah, nein, kein Bett, kein Bett, kein Bett. Schnell abkassieren. Zu der. Das Ding nehmen. Irgendwo habe ich ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Wo ist er? Da, da. Nimm das Ding mit nach da und dann geh schnell nach hier, damit er nicht abhaut. Das ist noch da oben. So. Das Teil holen wir schnell. Das setzen wir nach da. Das klemmen wir eben hier unten an. Das setzen wir nach da unten. So, dahin. Dahin, du gehst noch da. Dahin. Oh, immer wenn ich irgendwo hingehen will. So, nach da. Könnt ihr mal mit euren dämlichen Karten aufhören. Obwohl, das ist besser als das mit dem Bett, muss ich dazu sagen. So, dahin, dahin. Schnell. Du gehst nach da. So, abkassieren, zack. So, nein. Geh nach unten, geh nach unten. Ah, du musst das auffüllen. Füll das auf. Du gehst nach da. Hallo, du sollst da hingehen. Jetzt mach. Nein, du sollst es mitnehmen. Was macht die denn? Wie oft soll man da noch draufklicken? Du nach da. So, dahin. Oh, komm schon dahin. Dann die zwei Dinger nehmen. So, dahin. Oh, jetzt muss ich da wieder tippen. Dahin. Oh, Leute, ernsthaft? Nein, 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 nein. Red mit ihr, red mit ihr. Oh. Ah, ich wollte doch gerade was anderes machen. Du nach da. Das Ding habe ich noch, genau. Das dann nach da oben. Zack. Zack. Oh, schon wieder dieses Scheißbett. Du nach da, du nach da. Und das Ding holen wir. Dafür. Zack. Ich sage, wenn das wirklich so stressig wäre bei einem echten Arzt, ey, ich glaube, da würde ich... Ich würde sowieso durchdrehen, aber ich glaube, auch alle Ärzte würden dann durchdrehen. Ich weiß, dass es stressig ist für Ärzte. Da sage ich nichts gegen. Du gehst nach da oben. Also was heißt, da sage ich nichts gegen, ne? Ist natürlich nicht schön für die Ärzte. Ah, nein, mach. So, jetzt könnt ihr alle schnell... So, dahin. Ja. Oh, muss das jetzt sein? Dich setzen wir dahin. Du gehst nach da oben hin. Dahin und dahin. Wo ist das Ding? Da und noch da. Zack. So. Du noch schnell. Ach, du gehst noch auf den Stuhl. So, schnell eben abkassieren. So, danke. Du nach oben, zack. Ach, die schon wieder. Ach, jetzt nimm es doch an, Mann. So. Tütata, Taschentuch ist da. Oh, nein, nicht das Bett. Mich graut es ja jedes Mal davor, wenn ich dieses blöde Bett machen muss. Habe ich die wieder aufgefüllt? Hab ich. Du gehst noch da. Die habe ich aber noch nicht. Und das Glas Wasser. Zack. So, einmal so. Einmal dahin.
einmal dahin. Du hast nicht so viele Herzen. Gehen wir erstmal zu dir. Oh, okay. Dann dahin. Das Bett. Dahin. Und dann bitte erstmal. Oh, perfekt. Oh. Mein Gott, war das jetzt eine stressige Schicht. Aber ich habe alle drei Edelsteine, beziehungsweise Sterne. Ich habe den Oliver sogar noch gefunden. Und die Herausforderung beendet. Oh mein Gott. Klopf, klopf. Es ist offen. John, ich habe mich schon gefragt, wann du auftauchst. Gefällt es dir, was ich aus diesem Ort hier gemacht habe? Du musst nicht gehässig werden, Victor. Du hast gewonnen. Oh, aber es besteht eine große Notwendigkeit, gehässig zu sein. Ich habe mich schließlich in den letzten 15 Jahren nicht umsonst wieder zurückgekämpft. Okay, Victor, dann lebe deine Rache an mir aus. Aber die Mitarbeiter hier haben das nicht verdient und die Patienten auch nicht. Und selbst für deinen Geschmack gehst du ausgesprochen grausam vor. Grausam? Es war grausam, dass mir in meiner Anhörung wegen eines kleinen Fehlers meine Lizenz entzogen wurde. Es war grausam, dass mein Partner überhaupt diese Anhörung beantragt hat. Grausam! Ich werde dir grausam zeigen. Du wirst dich genauso fühlen, wie es mir damals erging, als mir alles, was mir je etwas bedeutet hatte, langsam weggenommen wurde. Grausam, das war erst der Anfang. Ich werde den Laden hier in den Ruin treiben, aber erst, nachdem ich damit einen ordentlichen Gewinn erwirtschaftet habe. Das kannst du nicht. Oh, ich kann und ich werde. Du darfst jetzt gehen, John. Eieieiei. Da machen wir doch schnell weiter. Da will ich wissen, wie es weitergeht. Eine neue Herausforderung. Minispiel Wahnsinn 5. Räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Oh Gott, ich muss jetzt schon mal mein Handgelenk ein bisschen drehen. Ich habe Panik. Vor allen Dingen kommen die Betten dann ja auch noch dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Gerade bei den Betten bin ich immer so, weil ich denke, das muss ja auch hundertprozentig passen. So. Ich hasse Minispiele, habe ich das schon erwähnt? Ja, ich habe sie nicht vermisst, die Minispiele. So, häng dich doch einfach richtig auf. Mein Gott, was ist so schwer daran? So. Das schaffe ich doch niemals. Das ist so scheiße. Und meine Zeit läuft ab. Glaube ich zumindest. Ich kann nicht auf die Zeit achten. So, so, so. Komm, jetzt geh rein. Mann. Nein. So kurz davor. Und ich hätte wahrscheinlich noch eins geschafft, hätte ich das hier nicht so blöd gemacht beim letzten. Ah, naja. Geister der Vergangenheit. Stehe nicht länger als 13 Sekunden still. Ja, ich glaube, das fällt mir nicht besonders schwer. Eieiei. Willkommen bei unserer Personalbesprechung. Ich ging neulich durch den Keller und stieß auf einen wahren Schatz an ungenutzter Ausrüstung. Und ich dachte mir, diese Modelle sehen doch noch akzeptabel aus. Es wäre reine Verschwendung, sie nicht zu nutzen. Also, wenn wir es schaffen, mit diesen leicht veralterten Maschinen zu arbeiten, dann können wir viele unserer neuen Geräte verkaufen. Aber einige dieser Geräte wurden seit über 10 Jahren nicht mehr benutzt. Ja, funktionieren die überhaupt noch? Die meisten schon, aber ich habe einen Hobbybastler, der den Rest repariert. Du weißt schon, dass diese Geräte nicht den neuesten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Wir haben eine kleine Gruppe von Leuten, die in den kommenden Monaten untersuchen werden, welche Geräte davon betroffen sind. Aber in der Zwischenzeit müsst ihr euch einfach alle daran gewöhnen, die Dinge manuell zu erledigen. Früher haben wir ja auch alles per Hand gemacht und ich habe damals auch keine Beschwerden gehört.
Ich dachte, dass du mit ihm reden wolltest. Das habe ich. Okay, wir haben noch Geld, aber das werden wir natürlich nicht darin investieren. Ich würde sagen, das werden wir aufsparen für die nächsten Runden, weil ich will ja nicht, dass die beim Kaffee schneller fertig sind. Deswegen starten wir direkt mal die Runde. So, dich setzen wir dahin. Du dahin, zack. Du dahin, Taschentücher. Du nach oben, zack. Einmal. Zweimal abkassieren. Du nach da. Oh. Du nach oben, du nach da, zack. Ich hätte wahrscheinlich, also ich muss mich irgendwie darauf einstellen, dass die schneller läuft oder so, also nicht schneller läuft, dass die erstmal dahin geht, wo sie hin soll. Also alles genau andersrum machen als sonst. Das ist, glaube ich, jetzt das Beste. Damit ich das nicht habe mit diesem Stillsitzen. So, da. Ach so, das sind die Dinger wieder. Och, geh doch mal da rein. Mann. Das kann man noch so perfekt dahin hängen. Er nimmt es dann nicht an. So, einmal das. Die schicken wir nach da oben. Da sollst du hingehen. Das nach unten. So, du nach da. So. Nach unten. Dahin. Oh, jetzt klicke ich auch noch hier. Dahin, du nach da. So, kümmere dich ums Wasser. Zack. Hierhin. Sie darf ja nicht stillstehen, das ist ja das Problem. Komm, du hast da jetzt schon so lange gewartet. Oh. Ah, hat er das jetzt noch angenommen, dass er auf den. Nee, er hat es nicht angenommen. Komm, setz dich jetzt da hin. Ja, weiter, 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 weiter. Dahin, dahin, dich auf den Stuhl setzen. Das, das. Einmal, zweimal. Oh, die braucht noch was anderes. Dreimal. Oh, ah. Wo ist das Gerät? Das Gerät, das Gerät. Da. Ah. Kassier du schon mal ab in der Zeit, wo ich hier die Leute hin und her schicke. Eieieiei. Oh, dass man nicht stillsitzen darf, das ist irgendwie. Hat die jetzt Wasser gewollt? Doch, die hat Wasser gewollt. Okay, einmal. Oh, Tipp. Komm, zweimal. Warum muss ich jetzt überall tippen? Hallo? So, Wasser. Das nehmen wir mit. Dahin. Dann das nach da. Die darf nach da. Du darfst dich hier rum kümmern. So. Einmal, zweimal. Da, dann schnell dahin. Oh, auch wieder tippen. Okay. Dahin, das Gerät nach da. Oh, mach schon, ich war jetzt gerade im anderen Bildschirm drin. Du setzt dich dahin schnell. Ich habe ihn gehört, ich habe ihn gehört. Wo ist er? Da, da, ich habe ihn. Oh nein, wieso musst du jetzt wieder tippen? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt kann ich den Typen hier nicht wegsetzen. Mann. So. Einmal, zweimal, oder auch nicht. Hat er das noch angenommen, dass ich oben drauf geklickt habe? Wahrscheinlich nicht, ne? So, abkassieren, du nach oben. Du nach da, zack. Du nach da. So, dich setzen wir nach da. Nach da. Oh, immer dieses Klicken, Mann. Dann nehmen wir das schnell und gehen nach da oben. So, Glas Wasser. Zack,
dann holen wir das Gerät nach hier oben. Die nippelt uns sonst gleich ab, glaube ich. Ja, habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon erwartet. So, sie darf ja nicht stillstehen. Also ist das ja nicht schlimm, ne? Dass sie hier die ganze Zeit hin und her läuft. Oh, komm schon. Dahin. Das eben machen. So, dahin. Das Gerät mitnehmen. Zack. So. Das. Du sollst da hingehen. Also mach es auch. Nicht Ding. So. So, komm, 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 komm. Habe ich das Ding jetzt genommen? Habe ich. Okay. So. Schichtende, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt schneller war als sonst, aber okay. So, das Gerät holen. Einmal. Ich muss das Gerät aber mit dahin nehmen. Komm schon. So, das Ding muss ich holen. Zack. Das Ding holen. Zack. Ich denke, ich habe Schichtende. Wo kommen die neuen Leute jetzt eigentlich wieder alle her? Eieieiei. Die Frage ist jetzt, muss ich was auffüllen? Oder brauchen die Leute das gar nicht? So. Egal, wir füllen jetzt einfach mal eben schnell um. Auf. Und du gehst dahin. Du dahin. Oh mein Gott. So. Nee, er war's. Oh, du kannst ja nirgendwo draufklicken. Der geht nach da unten. So. Doch, machst du. So, in der Zeit das und das. Das Gerät kommt auch rüber. Und dann zweimal Taschentücher. Einmal dahin, einmal dahin, einmal zum Gerät. Da oben müssen wir hin. Dahin. Zack, zack. Sie geht nach da. Zack, dann das nach da. Zack. Ich hatte anscheinend doch noch kein Schichtende eben. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwas von Schichtende eben gelesen. Anscheinend aber doch nicht. Okay, also das erstmal nach da. So, das. Das. Schnell Wasser, Taschentücher und schnell zur Behandlung, bitte. Oh, jetzt kann ich sie nicht dahin bringen. So. Oh, 3 Sterne. Ach, dann war das wahrscheinlich kein Schichtende. Dann habe ich wahrscheinlich vorhin eine 2 Sterne nur gehabt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, okay, perfekt. Und wir haben den Dings auch, ne? Den Oliver, meine ich. Ja, wir haben den Oliver, die Herausforderung und 3 Sterne. Super. Ich habe alle Testergebnisse, die Ruth angeordnet hat. Warum arbeitest du noch mit CF100? Die stammen doch aus den 80ern. Das ist jetzt nicht wichtig. Sehen wir nach, was Ruth hierüber denkt. Wir haben die Ergebnisse. Dann lass mal sehen, Liebes. Hier. Es ist kaum erkennbar, aber hier sind einige kleine Schwankungen in den Hormonspiegeln. Scheinbar baut die Leber sie nicht vollständig ab. Durch die reduzierte Leberfunktion werden mehr und mehr Hormone in die Blutbahn abgegeben, was dann einige der Symptome deiner Mutter auslösen kann. Der Rest kann auf eine relativ einfache Blutarmut zurückgeführt werden, die durch die Hormone noch verschlimmert wird. Es ist nur verständlich, dass Quinn das nicht entdeckt hat. Das ist auch beinahe kaum zu finden. Glücklicherweise kann eine verlangsamte Leberfunktion recht gut behandelt werden.
wenn wir rechtzeitig eingreifen. Wir müssen nur mit Livax wieder einen Anstoß geben. Und wir haben Livax hier. Nun, worauf warten wir noch? Ja, perfekt, perfekt. Aber ich würde sagen, bevor wir weiterspielen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir das zeitlich schaffen, den kompletten Rest dann in der nächsten Folge machen werden. Bis dann. Ciao.